Einen wunderschönen Willkommen zum heutigen Abend. Willkommen zu einer weiteren Runde. Alan Wake 2. Ich freue mich schon, ich freue mich wirklich, aber eigentlich freue ich mich auch nicht. Wir gucken mal, wo wir weitermachen. Der JP hat gerade geschrieben, ich war Alan Wake und bin nicht durch den Haupteingang des Hotels gekommen. Ich weiß echt nicht, wo ich stehen geblieben bin. Ich habe alles verdrängt. Okay. Ach, da waren vor der Tür waren noch welche. Oh Gott, ich habe auch. Och, die erzählen schon wieder irgendwelche Dinge. So, lass mich mal kurz gucken, wo sie. Oh, die da wollten. Oder doch? Nee, können wir nicht. Weil. Alan Wake, das. Das war Hammer. War wirklich Hammer. Trifft dich mit dem Anruf vom Ocean View Hotel. Ach so, ja, genau. Wir sind ja immer in der Loopschleife und sind dann woanders lang gelaufen. Folgen der Mirror Peak Leuchtreklame. Okay, jetzt kommt so langsam, kommt wieder. Mach die Lampe an. Mach Lampe an. Warum ist das zu laut auf meinen Ohren? So. Warum verschwindest du nicht? Wie muss ich dich denn anleuchten, damit du als Schatten verschwindest? Hä? Wo sind wir denn? Wir sind jetzt hier. Wir waren hier drin. Hier ist ein Echo. Ja. Ich darf das. Manchmal. So, hier rechts ist eine Tür, weil da ist irgendein Echo. Rechts ist eine Tür. Ja, doch, ruhig da. Sie war von hier aus nicht aufzukriegen. Abend, Susi. Und da ist irgendwas. Riecht da nicht schon. Ich weiß nicht, ob ich richtig laufe. Wo ist der hin? Warum hat er sich so schnell bewegt? Das war nicht normal. Glaube ich. Nee, es ist meine Geschichte. Bist du das jetzt, oder was? Das ist so richtig creepy, ja? Warte mal da. Bin ich dich dran oder nicht? Nee, ne? Ich bin zu weit weg. Bitte. Aber warte mal, vielleicht kommen wir ja. Hier oben lang. Hier ist eine Lampe, die wir anlampen können. Und sollten. Ah, angenehm. Nicht mehr angenehm. So, lass wir erstmal hier gucken. Hier geht's nach unten. Ach, das ist doch hier. Turn, ja. Hä? Ah! Ja, Wort der Pistole. Wort der Pistole. Ist gar nicht so schlecht, ne? Macht dann 10% Kraft des Zurückstoßens.
Der Wirkungsbereich der Leuchtpistole ist natürlich auch gut, aber ich mache erstmal die Waffel. Ach, guck mal da. Wo ist denn der Schattenpunkt dazu? Ah, das ist die andere Seite hier. Psst. Hey, Alex. Wie geht es Ihrem Gedächtnis? Sorry, wer sind Sie? Ein Scherz. Schön, Sie zu sehen, Tim. Sie haben mich reingelegt. Hey, Tim. Gemütlich haben Sie es hier. Ihr Verschwinden aus Bright Falls ist noch immer Gesprächsthema Nummer 1 hier. Naja, das und das Hirschfest. Sind Sie 2010 etwa auch dort gelandet? Sie wissen davon? Ich bin der Sheriff von Bright Falls. Oder ich war's. Ja, jetzt. Sind Sie mit Sarah Breaker verwandt? Sie war 2010 Sheriff von Bright Falls. Ja, meine Cousine. Ich ließ eine Skizze von Dor aus meinen Träumen anfertigen. Sarah erkannte das Gesicht aus einer alten Akte aus den 80ern. Ich machte mich auf den Weg dorthin und wurde Sheriff, als sie zum FBI wechselte. Ach, sie ist zum FBI gewechselt, okay. Was stand in der Akte von Dor? Sie enthielt nicht viele Details. Ein Einheimischer namens Wallen Dor verschwand am Cauldron Lake. Laut Zeugen wurde er von einem Blitz getroffen und war weg. Ich fand keine Hinweise darauf, dass Dor in der Stadt oder sonst wo lebte. Eine weitere Sackgasse. Das Hirschfest gibt's immer noch? Na klar, es ist größer denn je. Ich bin kurz vor Beginn des Fests hierher gekommen. Interessant, ich auch. Aber war das nicht umgedreht mit dem FBC? Ich dachte nicht, dass sie zum FBC geht. War das... Verstehst du? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt gerade. So, zeig mal, ja, das ist die Karte. Genau, Tattoo Cloud. Oh, hier sind neue Sachen. Was ist das für ein Ort? Ein Traum? Fühlt sich so real an? Kein Ort. Jeder Ort. Alle Orte. Ihr Vater. Okay, gut. Ich dachte, das... Deswegen, das war vielleicht die Verwirrung. Das hatten wir schon gehabt beim letzten Mal hier, ne? Mit den. Ja. Aber das ist nicht der Punkt. What? Das ist nicht der Punkt mit dem. Aber der ist hier oben. Nee, noch weiter oben. Diese Stadt wird sie aussaugen, wenn sie zu lange hier bleiben. Sie werden als verlorene Seele auf der Straße enden, als verblasster Schatten, der den nächsten armen Bastard auf seinem Weg zum gleichen Schicksal begleitet. Ihre zerstörten Träume werden zu einem zerbrochenen Spiegel und das verzerrte Spiegelbild, das sie mit all der Wut, dem Bedauern und der Scham anstarrt, war das Monster, dem sie nie entfliehen konnten. Wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe mich ja versucht, ein bisschen zu belesen, ohne zu spoilern, logischerweise, ist... Also, der Charakter ist gewollt, ne? Aber die Darstellung durch Sam Lake war bewusst als subtile Anspielung durch oder die Referenz auf Max Payne gedacht. Mhm.
Entscheidung ist dann letztendlich so gefallen. So, jetzt müsste ich die Tür hier aufkriegen. Genau. So, lass mal gucken. Wo sind wir denn jetzt nochmal? Sind hier, den Punkt haben wir. Wir haben hier einen aktiven Lichtwechsel. Den müssten wir, warum ist hier noch ein Behälter? Habe ich den nicht geprüft? Das ist schlecht. Da komme ich aber hin. Leiter hoch und ran an den Behälter. Ach, der da. Ja, habe ich übersehen. Immerhin. So, und wenn wir hier das Licht klauen, geht die Tür nicht, ne? Das ist ein anderer Bereich. Ach, hör auf. Kommen wir hier nicht weg. Ah, ist das clever. Das heißt... Oh, warte mal, hier ist aber Licht. Ich glaube, hier können wir, wenn wir jetzt kein Licht dabei hätten, hätten wir uns hier das Licht klauen können, um hier die Ebene zu wechseln. Die Lichter beeinflussten, wohin die Tür führte. Ich konnte das Ocean View Hotel sehen. Ja. Ich kam näher. Hm? Was? War wieder Speedy Gonzales, hä? Hallo. Was ist das da oben? Hä, das ist jetzt nicht, was war. Ich warte mal. Da oben ist ja eine Tür. Oder sind wir... Ja, Moment mal, da sind wir doch hergekommen. Okay, das weiß ich nicht. Kriege ich wahrscheinlich hier irgendwo raus. Hier ist der Spot. Komm. Wir träumen davon, alles hinzuschmeißen. Sich zurückzuziehen, zu fliehen, das ganze Elend und den Terror hinter sich zu lassen, ins Auto zu steigen und dem Sonnenaufgang entgegenzufahren, sich niederzulassen, ein Haus zu kaufen, es zu renovieren, sich ein Leben aufzubauen, jemanden zu finden. Der Traum eines Narren, es würde nie funktionieren. Und wenn man die Hoffnung zulässt, wäre es noch unerträglicher als ohnehin schon. Auch wenn man die Stadt verlässt, sie lässt einen nie richtig los. Cool. Final Case C.
sagt mir jetzt nichts. Die Barkarte stach mir ins Auge. Ja. Aber warum? Ich wüsste jetzt nicht warum. Ach so, weil ich rein musste. Ah, ja. Und ich habe keinen Platz. Und ich habe keinen Platz. Und wir haben keinen Stauraum hier, hä? Oder doch? Ja, wie kriege ich das jetzt hin? Shit. Ich brauche die Schrotflinte. Wie weit ist das entfernt? Ich guck gerade, ob ein Pausenraum ums Eck war. Der ist hier drüben. Ich muss erstmal wieder rüberlaufen komplett. Es sei denn, hier ist einer, aber hier ist eine verschlossene Tür. Ich glaube nicht. Nicht sehr. So, jetzt sind wir kurz davor. Leiter. Okay. Und dann wieder den ganzen Weg zurück. Ja, ich bin da. So, Schrotflintenmunition ist schon mal gut, Traumakissen, beträchtliche Menge, vollständig. Das heißt, ich würde mal einmal das hier wegpacken und einmal das. Und wir haben Flashbang dabei, Batterien lassen wir mal und Handwaffe. Einmal Flashbang weg. Damit sollte ich... Okay, ich dachte gerade. Damit sollte ich genügend Platz haben für die Schrotflinte. Ich glaube, die ist auch wichtig. Also die sollten wir auch definitiv mitnehmen. Warum bräuchte ich jedes Licht? Ich komme trotzdem darüber.
Nee, oder? Wie viele Slots hat denn das Ding? Ja. Ja, Mann. Yippie-ki-yay. So. Ah, halt. Inventar voll. Oh, okay, schade. Abend, Sascha. Das ist bloß die Frage, wie komme ich da jetzt hin? So schnell. Alter Verwalter, was war das für ein Typ, Mann? Habt ihr überhaupt nicht getan? Ich glaube, es ist doch einer dieser Codes wegen der Aufmerksamkeit der Tafel und so, ne? Ne, war nix. Okay, wir sind hier letztens reingekommen, jetzt kommen wir von der Seite. Schön Eimer. Vor allem kommen wir von oben, ist ja krass.
keiner Karte von dem Hotel. Der Tiefseetaucher. Im Raum befand sich nur der Projektor. Mehr Spiele. War der Film eine Botschaft, die abgespielt werden sollte? Teuflisch. In diesem Tempel aus Schatten und Nebel befindet sich ein Fenster am Boden und eine Tür an der Decke. Man weiß nicht, ob man still steht oder läuft. Echt rasiert dafür? Oder kniet. Hat er sich echt dafür rasiert? Krass. Sie haben mich angerufen, stimmt's? Ja, richtig. Ich bin Tom Zane. Willkommen im Hause Zane. Der Schriftsteller. Der Taucher. Sie sehen aus wie ich, was zum Teufel... Vielleicht sehen Sie aus wie ich, Sie hübsches Bürschchen. Der Taucher war eine beliebte Rolle aus einem meiner Filme. Ich bin Filmemacher. Ein gefeierter Autorenfilmer. Ich brauche Antworten. Warum ist Return so wichtig? Was... Alan, Sie ärgern sich immer so dermaßen. Kommen Sie, ich mache Ihnen einen Drink. Sie und ich, Alan, wir stecken da gemeinsam drin. Zwei Künstler mit demselben Ziel, wissen Sie noch? Wir schmieden den Schlüssel zur Flucht. Ihr Meisterwerk Return und sein unvermeidliches Pendant, mein Film. Wir teilen unsere lebensverändernden Visionen. Eine Verschmelzung der höheren Geister. Wir erträumen unser transzendentales Kunstwerk. Hier. In diesem Raum. Ich brauche den Klicker. Es heißt Return, weil wir zurückkehren. Ist ein Trip. Und auf die Art entstand dann die Magie. Schluss mit diesem Schwachsinn. Alice ist in Gefahr. Ich brauche einen neuen Tatort, um weiterzukommen. Zurück zum Parliament Tower. Scratches!
Ihre Frau ist in Sicherheit, und zwar im echten New York. Aber Scratch greift nach ihr aus dem Übergang. Return ist der einzige Ausweg aus dem dunklen Ort. Sie müssen ihn vor diesem Freak finden. Hier im Hotel gibt es einen Tatort. Lassen Sie sich von Ihren Texten dorthin führen. Hä? Hallo? Dr. Darling. Sie sind uns auf den Fersen. Und Jesse. Falls jemand fragt, wir waren niemals hier. Thomas Zane hatte unser Gespräch auf paranoide Weise beendet. Ich hatte, was ich von ihm brauchte. Im Hotel gab es einen weiteren Tatort, der mich meiner Flucht näher brachte. Ich musste den Weg dorthin schreiben. Das war gerade Dr. Darling und Jesse Faden. Okay. Da bin ich bei Control 2, wenn es kommt, gespannt, wo letztendlich Dr. Darling gelandet ist. Oh, ich muss da drüben jetzt hin. Okay. Das Geflüster des Polizeifunks hielt mich nachts wach. Das Wort im Äther. Ein Mord vor der Kulisse eines Theaterstücks über einen mörderischen Kult. Sowas von Meta, sagte er und blickte wissend auf die Kamera. Ich konnte den Kult des Wortes und ihren Anführer, Mr. Scratch, darin spüren. Gerüchten zufolge Alan Wake, der vor Jahren verschollene Schriftsteller. Das Hotel war der perfekte Ort für eine Casey-Episode. Ich war auf dem richtigen Weg. Ich würde in der Lobby beginnen. Mmh.